Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser heutigen Veranstaltung von Nachtkritik, Heinrich-Böll-Stiftung und in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Worum es heute geht, warum diese Veranstaltung über Theater und Netz eigentlich stattfindet, das frage ich Estas Lefogt. Estas Lefogt von Nachtkritik. Viele von Ihnen und euch haben wahrscheinlich schon mal eine Kritik auf Nachtkritik oder irgendwo anders in einer Zeitung oder gar noch woanders im Rundfunk wiedergegeben von ihr gehört. Aber heute, warum diese Veranstaltung? Warum diese Veranstaltung? Wir haben uns ja schon gegründet, weil wir irgendwie dachten, die Form der Kritik, wie sie im Print ist, funktioniert im digitalen Zeitalter nicht mehr. Wir haben das damals genannt, man muss eigentlich die Kritik für den Gegenverkehr öffnen, weil, also die Einbahnstraße Kritik für den Gegenverkehr freigeben, weil so dieser Kritiker, der da auf dem Hochsitz sein Kunsturteil fällt, unangefochten, das läuft irgendwie nicht mehr in Zeiten, wo es längst partizipatorische Theaterformen und andere Formen der Demokratiebeteiligung gibt. Und so dachten wir, eigentlich kann der Kritiker nur das erste Wort über ein Kunstwerk haben und das Gespräch eröffnen, aber nicht das letzte. So. Und dann kam es zur Nachtkritik. So kam es zur Nachtkritik. Und dann haben wir, ja, ich bin nicht so erfahren, ich sitze meistens eher im Dunkeln. deswegen bitte ich, das nachzusehen. Und dann haben wir aber immer schon auch eine große Sensibilität gehabt für Theaterformen, die reagieren schon auf diese digitale Veränderung, also Revolution, auf die Veränderung von Struktur auf der Öffentlichkeit. Und haben gedacht, eigentlich muss man mal das alles bündeln und mal diese ganzen Fragestellungen öffentlich sozusagen zur Diskussion stellen, um festzustellen, was ist da eigentlich dran, wie ist es eigentlich, eine Bestandsaufnahme machen. Und deswegen haben wir uns dann diese Konferenz ausgedacht. Und dann wussten wir, es gibt die Heinrich-Böll-Stiftung und insbesondere den Referent für Kultur und Medien hier, Neue Medien, Christian Römer, der in ähnlichen Fragen unterwegs war. Und dann sind wir da hingegangen und dann war das irgendwie gleich klar, dass wir das zusammen machen würden, und das ist dann das Ergebnis. Und wir haben dann ein Team gehabt, wo auch Ulf Schmidt, ein Blogger und Dramatiker, Autor und Medienberater dazugehört, und Christian Rako von der Redaktion, haben das Konzept entwickelt und dann die Bundeszentrale für politische Bildung überzeugen können, auch noch mit einzusteigen, worüber wir uns auch gefreut haben. Wunderbar. Als man da hochkam, da war so eine Videoinstallation. Haben Sie damit zu tun? Wissen Sie, was das war? Ja, das war, damit endet die Inszenierung von Sebastian Hartmann, Krieg und Frieden. Das ist ein Film von Dilo Baumgärtel, der auch da ist. Die ganz, und da kann man das schon mal... Wo ist er, ja? Müsste hier irgendwo auch sein. Also ich habe ihn vorhin gesehen. Künstler, die sich verstecken, unglaublich. Ah, da hinten. Ah, okay. So. Der scheint irgendwie im Palästen zu leben oder so, ne? Nein, die Inszenierung verhandelt also nicht nur eben diese Polarität Krieg und Frieden anhand dieses berühmten Stoffes, sondern auch Leben, Tod, der Einzelne in der Geschichte, wie kommt es, dass manche klein sind und manche groß. Und zum Schluss bricht dieser Film eigentlich die vierte Wand in eine andere Richtung durch, nämlich dass sie dem Zuschauer auf dem Weg von so Computeranimation, eigentlich, das ist ja die Ästhetik, auf die sich der Film bezieht, die Möglichkeit gibt, sich auch einsaugen zu lassen in diese Geschichte und dann nochmal selber durch die Hallen der Mächtigen und der Ohnmächtigen zu wandeln, durch die Geschichte und festzustellen, ja, und dann nochmal selber sozusagen auch sein eigenes Subjekt zu verlieren in der Erzählung und das so physisch zu erleben auf dem Weg. Und dann gibt es einen wunderbaren Moment, dass ein Sarg auf der Bühne, dann setzen sich die ganzen Schauspieler, die mitgespielt haben, da rein, dann läuft der Film zurück und es sieht aus, als würden die Schauspieler sozusagen in diesem Sarg nochmal durch diese Zeit und die Räume reisen mit den Zuschauern zusammen. Und das ist irgendwie ein ganz toller Moment und das fanden wir sehr paradigmatisch, um mal zu zeigen, wie diese Ästhetiken sich verbinden, sehr produktiv. Diese Ästhetik des Netzes und die des Theaters verbunden in der Inszenierung sozusagen, in dieser Installation. Ja, also die digitale Ästhetik eigentlich, also okay. Wie Computerspiele, die ja normalerweise in der Hochkultur immer noch als ein Fall für irgendwie kulturferne und bildungsfeindliche Menschen angesehen werden, dass das eigentlich ein Irrtum ist, dass das irgendwie sehr fruchtbar werden kann. Herzlichen Dank. Jetzt komme ich zu Ralf Füchs von der Heinrich-Böll-Stiftung. Bitte, die vierte Wand durchbrechen. Das ist ein Versuch, glaube ich, den die Heinrich-Böll-Stiftung gelegentlich auch hier unternimmt. Warum
hat sie diese Veranstaltung hier gemeinsam mit Nachtkritik auf diese Bühne hier gehoben? Ja, wir arbeiten ja als Böll-Stiftung mit beiden Medien, mit beiden Welten, Theater und Netz. Aber bisher sind das ja doch ziemlich getrennte Welten. Nicht nur deshalb, weil über die Auseinandersetzung um das Urheberrecht es fast ein Schisma gab zwischen dieser Welt von Künstlerinnen und Künstlern und der Netzcommunity, sondern auch, weil sie als Medien eben doch sehr verschieden sind. Das Theater ist eine Kunstform, die Realität ästhetisch verdichtet. Das ist eine enorme Konzentration von Stoff, die da stattfindet. Und das Netz ist ja fast das Gegenteil. Das ist eine diffuse Welt von Informationen, Bildern, Texten, die keinerlei Regie gehorcht, die auch keiner Ästhetik gehorcht, jedenfalls keiner persönlichen Ästhetik, keine Handschrift eines Regisseurs oder einer Dramaturgin. Und es ist ein interaktives Medium, also irgendwie Brechts Radiotheorie auf Highspeed, was es ja auch unterscheidet vom Theater. Und uns hat interessiert, ob aus der Begegnung dieser zwei Welten was Produktives entstehen kann, ob man da Funken schlagen kann, ob sowas wie eine gegenseitige Verständigung und ein Voneinanderlernen möglich ist, wie sich vielleicht auch Theater verändert im Zeitalter von Netzkommunikation, seine Arbeitsweisen, seine Formensprache. Und damit das nicht so ein Trockenschwimmen bleibt, keine reine Theorie, gibt es eben morgen den ganzen Tag über Workshops, wo es um die Verbindung von Theorie und Praxis geht. Und dass sich da über 100 Leute angemeldet haben, ist toll und zeigt ja, dass wir damit offensichtlich einen Nerv getroffen haben, gemeinsam. Herzlichen Dank. Also wir sind heute Abend quasi die Vorgruppe, das Vorprogramm. Ich begrüße noch Milena Mushak von der Bundeszentrale für politische Bildung. Frau Mushak, der Bundeszentrale für politische Bildung, glaube ich, ist es nicht ungeläufig. Habe ich was falsch gemacht? Der Bundeszentrale für politische Bildung, glaube ich, ist es nicht ungeläufig, im Theater und im Netz unterwegs zu sein. Wie kam es, dass Sie jetzt hier mitmachten? War das sozusagen natürlich oder mussten Sie erst gebeten werden? Wir wurden erst gebeten, weil wir es, also weil das Konzept, zu dem wir gebeten wurden, ob es uns interessiert, natürlich schon auf dem Tisch lag. Aber die Bundeszentrale ist ein Haus, was sich sicherlich dadurch auszeichnet, dass wir einen sehr offenen Begriff von politischer Bildung haben. Das heißt, es ist uns seitdem, würde ich jetzt mal sagen, seit den letzten 10 Jahren, also diejenigen, die die Bundeszentrale in der jüngsten Vergangenheit nicht verfolgt haben, wir haben ja sehr lange Zeit für Multiplikatoren nur gearbeitet und innerhalb der letzten 10 Jahre haben wir uns sehr geöffnet, haben auch andere Zielgruppen. Das heißt, es ist uns inzwischen sehr, sehr wichtig, mit unserer Arbeit Leute zu erreichen, die mit den klassischen politischen Bildungsangeboten nicht erreicht werden können. Und das heißt, wir sind jetzt immer bemüht, die Disziplin zu entgrenzen und in Bereichen Synergien zu suchen. Und ganz viele Anknüpfungspunkte für uns bietet da der Bereich der Kultur und der kulturellen Bildung. Und herausgehoben an dieser Stelle ist die Bedeutung des Theaters. Ich meine, Theater ist seit jeher, ist und war ein Ort, wo die Verfasstheit der Gesellschaft verhandelt wird, wo öffentliche Fragen diskutiert werden. Und das heißt, es gibt eine sehr große Nähe zur politischen Bildung. Und das sieht man auch daran, dass wir zum Beispiel ein eigenes Theaterfestival seit 25 Jahren veranstalten. Das Festival Politik im Freien Theater, das alle 3 Jahre stattfindet in wechselnden Städten. Und in Vorbereitung dieses Festivals sind wir natürlich permanent daran zu schauen, welche Entwicklungslinien gibt es im Theater in inhaltlicher Hinsicht, in ästhetischer Hinsicht. Die werden natürlich auch sehr, sehr stark beeinflusst durch die digitale Gesellschaft. Und einen anderen großen Bereich, den wir in der Bundeszentrale haben, ist natürlich der Online-Bereich. Der ist auch in den letzten 10 Jahren explodiert. Das heißt, wir machen zu allen aktuellen Themen Online-Dossiers. Wir unterhalten viele thematische Websites. Wir sind sehr intensiv, beschäftigen wir uns mit Computerspielen, wir entwickeln Apps und. Und selbst im Printbereich
werden immer mehr Titel beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Netzkultur. Und als dann die Kolleginnen von Nachtkritik.de und von der Heinrich-Böll-Stiftung auf uns zugekommen sind mit diesem eben beschriebenen Konzept, haben wir natürlich gesagt, das ist spannend, das finden wir super, da würden wir gerne dabei sein, wie eben diese beiden eigentlich voneinander getrennten Communities, Netz und Theater, tatsächlich zusammen agieren und was passiert, wenn man die zusammenbringt, wie inspirieren die sich, wie berühren die sich, wie färben die aufeinander ab. Und da haben wir uns sehr gefreut und haben dann auf den letzten Metern auch wirklich uns hoffentlich noch eingebracht. herzlichen Dank an Sie für dieses kleine Vorspiel auf dem Theater. Sie sind ja wahrscheinlich nicht wegen Milena Mushak, Ralf Füchs und Esther Slevog gekommen, fürchte ich. Meinetwegen wahrscheinlich auch nicht. Ich heiße übrigens Albert Eckert und führe Sie heute durch die Veranstaltung. Sondern Sie sind gekommen. Sie sind gekommen, so denke ich, weil Sie die beiden Gäste, die wir heute Abend hier haben, mit mir gemeinsam befragen wollen. Wissen wollen, was Sie zu Theater und Netz zu sagen haben. Und ich bitte jetzt auf die Bühne Marina Weißband und Klaus Peimann. Applaus.